Moin zusammen. Willkommen zum zweiten Teil unserer Logikvorlesung, in dem wir uns genauer mit dem Thema Aussagenlogik beschäftigen. Wir werden ganz genau einen Einstieg in das Thema machen. Das Thema wird uns dann noch weiterverfolgen. Ich habe hier mal ganz grob eine Übersicht darüber, welche Themen wir uns angucken werden. Wir haben letztes Mal in der Nachspielzeit kurz über die Themen Syntax und Semantik geredet. Da werden wir jetzt natürlich noch genauer drauf eingehen und sehen, dass wir es hier auch eben präzisieren können. Dann werden wir uns damit beschäftigen, dass man logische Formeln auch umformen kann, sodass sie vielleicht einfacher verarbeitbar sind oder auch dann sogar schneller auswertbar sind. Da gibt es den Begriff der Normalformen dazu. Und wir werden dann zentral den Begriff des logischen Schließens uns angucken. Was heißt es eigentlich, ich kann aus irgendetwas auf etwas anderes schließen? Der Begriff Logikprogramme wird uns auch bereits hier für die Aussagenlogik beschäftigen, wird allerdings eher so als Einstieg genommen werden in das etwas komplexere Thema, was wir uns dann bei der Prädikatenlogik angucken werden. Ja, wenn Sie sich diese Folie angucken, das sind so Buzzwords. Das heißt im Klartext, das sind alles Begriffe, die sehr wichtig sind und in diesem Kapitel vorkommen. Ich werde die jetzt Ihnen nicht im Detail irgendwie vorstellen, sondern die Liste ist einfach nur dafür da, um mal drauf zu gucken. Irgendwann am Ende des Kapitels sollten Sie selber drauf gucken und sagen, aha, ich kann mit jedem Begriff was anfangen. Und wenn nicht, kann man eben draufklicken und wird dann hoffentlich zur Seite im PDF geleitet, in der dieser Begriff behandelt wird. Da sollten Sie mal schrittweise gucken, ob das so passt. Wenn nicht, wie immer Informationen an mich schicken. Ja, beginnen wir mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen Formeln präzisieren. Wir wollen uns mit der Aussagenlogik beschäftigen. Aussagenlogik hatten wir beim letzten Mal so als informellen Begriff kennengelernt. So, wenn die Straße oder wenn es regnet, wird die Straße nass. Das waren ja so die Idee, dass man da so mehrere Aussagen drin hat. Es regnet, Straße wird nass. Das sind so elementare Aussagen, mit denen möchte man eigentlich arbeiten. Das ist generell sinnvoll. Wir werden das längst abkürzen und eben die Straße ist nass, wird einfach irgendwann nur noch A heißen und es regnet, wird irgendwann nur noch B heißen. Das heißt, wir gehen über auf ein abstrakteres Niveau und werden solche Aussagen einfach nur als A, B, C oder A1, A2 oder ähnliches bezeichnen. Man kann ja jeweils immer für eine konkrete Stelle sich fragen, kann ich da auch ein Beispiel für nennen? Kann man mit Sicherheit machen. Wenn Sie selber Schwierigkeiten haben, mit den Buchstaben zu denken, sollten Sie da selber mal sich dran orientieren oder einfach mal eine Frage dazu stellen. Das ist natürlich auch möglich. Ja, was wollen wir als erstes machen? Wir wollen beschreiben, wie sollen Formeln aussehen. Auch da gibt es durchaus Varianten. Gucken wir uns die Variante hier an, die hier steht. Erste Sache, es gibt hier zwei Zeichen, das sind einfach und oders. Der Sinnspruch ist sonst, das und ist unten offen, das oder ist oben offen. Da gibt es auch andere Symbole für, aber ich mag diese hier und die werden auch sehr häufig genutzt. Nächste Sache, A, B, C stehen für Aussagen, genauer gesagt für Variablen. Da überlegen wir gleich nochmal, was das heißt, dass das Variablen sind. Das heißt also, das ist eine Aussage und die Aussage kann ja wahr oder falsch sein. Genau, damit werden wir uns beschäftigen. Die nächste Sache, wir sehen auch dran, hier sind runde Klammern. Klammern sind genau zu dem da, was Sie schon kennen. Sie definieren einfach die Auswertungsreihenfolge. Das bedeutet, dass ich hier erstmal B oder C rechne und dann A und mit der Verknüpfung von dem Ergebnis davon. Wir werden später sehen, dass man eben gerade so intuitiv ein bisschen so auf Klammern verzichten kann. Allerdings ist es eine sinnvolle Sache, am Anfang erstmal konservativ vorzugehen und zu sagen, wir wollen erstmal diese Klammern vollständig drin haben. Wir können hieraus schon ableiten, in der Basisform wird es so sein, dass jeder Ausdruck, den wir jetzt hier haben, nur genau zwei Variablen haben wird. Und dazwischen steht ein und oder, wird später einfach Junktor genannt. Ja, wen gibt es noch? Es gibt noch eine Negation, die sehen wir hier auf der Folie, aber erstmal noch nicht drauf. Ja, hier unten sehen Sie auch dann noch eine kleine Variante. Das sind auch ein paar Zeichen, die alle so in Logikformeln vorkommen können, aber die syntaktisch nicht korrekt sind. Hey, wir sollten mal definieren, was syntaktisch sinnvoll ist und werden da, glaube ich, auch ganz gut auf irgendeine Möglichkeit kommen. Ja, was haben wir ansonsten noch? Variablen, wollen wir logische Werte zuordnen. Genau, ich möchte ganz einfach sagen, A ist true. Oder ganz schöner, A wird belegt mit true oder A hat den Wert true. Das werden verschiedene Sachen sein, die dann mehrfach genannt werden können. Ich neige auch dazu, da durchaus Synonyme zu nutzen. Je weniger ist natürlich immer so besser. Aber dass das eben häufiger mal so ist, dass da das Natürlichsprachliche durchkommt,
werde ich das, glaube ich, auch nicht ganz vermeiden können. Ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Genau, wir können statt eben False und True auch 0 und 1 schreiben. Werde ich auch häufiger machen, ist ein bisschen kürzer, sieht ein bisschen formaler aus, um auch deutlich zu machen, eben, dass wir in einer formalen Mutation drin sind. Ja, was muss man dann eigentlich beschreiben? A bekommt den Wert 1 oder A wird 1. A wird belegt mit 1, werden wir wohl formalisieren müssen. B wird 0, C wird 1 und dann wollen wir eben ausrechnen. Das heißt, wir wollen irgendwie sagen, wie rechne ich das eigentlich aus? Und dann möchte ich irgendwas haben wie 0 oder 1. Das sollte dann irgendwie false oder true sein. Da sollte wohl true rauskommen. Das sieht so aus hier auch. Dann habe ich 1 und 1, true und true, ergibt true und es kommt 1 raus. Aha. Und wir sehen dazwischen noch ein Zeichen, was wohl dann ja heißen soll. Hier wird was rumgerechnet. Oder diese beiden Ausdrücke, die hier stehen, sind logisch äquivalent. Das sind also die Ideen, die wir jetzt hier stehen haben. Also die Formeln beschreiben das Gleiche. Man kann natürlich auch andersrum die Frage stellen. Ich gebe Ihnen ganz einfach diesen Ausdruck vor. Und ja, dann sagen Sie mal, was muss ich mit den Variablen machen, damit 1 rauskommt oder 0 rauskommt? Also genauer gefragt, welche Belegungen brauche ich dafür? Das sind also alles so Begrifflichkeiten, die ich jetzt so in das Unklare rein formuliert habe, die auf den nächsten Folien dann präzisiert werden. Wir werden also da genau gucken, was damit gemeint ist. Formalisieren wir die Aussagenlogik. Dazu müssen wir erstmal sagen, dass wir Variablen haben. Dafür gibt es eine Menge von Aussagenvariablen, die wir hier haben. Sie sehen, ich nutze gerne A und B. Das ist einfach nur Willkür jetzt in der Form. Sie können auch sowas machen wie leer, offen, es regnet, also als eine Variable, Straße nass. Alles so etwas können Variablen sein. Also da muss man relativ flexibel und dynamisch sein. Also wenn man auch irgendwelche Spiele modellieren will, kann man da Frage stellen, einfach so eine Variable haben, Feld belegt mit schwarz, Feld belegt mit weiß, Feld nicht belegt. Und dann kann man sich sofort überlegen, vielleicht will ich ja nur haben, dass da eine dieser drei Sachen vorkommt. Genau, das ist dann in der nächste Formel, die man dafür schreiben kann. Aber eben die Variablen, die man dort nutzen kann, sind erstmal nur reine Syntax und also irgendwelche Zeichenfolgen. Wir nutzen typischerweise hier für Buchstaben und ich nutze in dem Bereich gerne kleine Buchstaben dafür. Ja, aber nochmal, da kann man durchaus schon auch versuchen, ein bisschen Intuition und Bedeutung reinzubringen. Formal allerdings, wenn wir es wirklich formal definieren, und da sind wir jetzt ja, sind das einfach nur Zeichenketten, die da stehen. Okay, was gibt es noch? Es gibt eine Menge O von Operatoren. Nebenbei, wenn man Mengen, ich zeichne die gerne mit A und O, man könnte die auch ganz einfach ausschreiben. Das ist, spricht nichts dagegen zu sagen, die Menge heißt Aussagenvariablen und die Menge heißt Operatoren. Das hat sich einfach in der Mathematik irgendwann mal eingebürgert, gerade weil man Texte gerne sehr, sehr kompakt schreiben wollte. Man war sehr stolz darauf, die Sachen so kompakt wie möglich zu formulieren. Da wir heute ein bisschen fortgeschrittener sind und wissen, dass Lesbarkeit deutlich wichtiger ist als Kompaktheit. Falls Sie solche Mengen lieber ausschreiben und die Namen davon, da habe ich auch nichts dagegen. Ja, was gibt es dafür? Sogenannte Junktoren oder Operatoren, also Junktor ist dann der einfache oder der etwas fachlichere Begriff, den man dort hat. Ja, dann sehen Sie dran, es gibt dieses Negationszeichen. Wieder nur Syntax, das Und-Zeichen, das Oder-Zeichen. Und es gibt die runden Klammern. Und mehr gibt es auch nicht. Das ist also das, was wir dort haben. Und das heißt, alles, was wir nutzen dürfen, sind die Mengen A und O, die wir dort haben. Ja, und dann kann man eben sagen, aussagenlogische Formeln, auch gerne boolsche Ausdrücke genannt, werden durch folgende induktive Vorschrift definiert. Jede Aussagenvariable alleine ist eine atomare Formel. Also ist eine Formel erstmal dabei. Also wenn ich nur A hinschreibe, ist das schon mal eine Formel. Und dann sind P und Q Formeln, bewusst jetzt groß geschrieben, weil das eben ja nicht nur so kleine Buchstaben sein können, sondern A und B oder ähnliches dann. Deswegen hier Großbuchstaben dafür. Sind P und Q Formeln dann auch nicht in Klammern P, in Klammern P und Q und in Klammern P oder Q. Sind das eben Formeln? Alle Formeln, die es gibt, entstehen ausschließlich durch die vorher genannten Regeln. Das heißt, man kann da nichts weiter reinmalen, keine tollen neuen Zeichen oder ähnliches. Ihnen wird relativ schnell einfallen, vielleicht möchte man ja doch noch ein paar Zeichen dazu haben. Das kann man natürlich dann getrennt später definieren. Man muss ja nicht bei dieser Definition stehen bleiben und man kann auch Varianten machen. Ja, aber wichtig ist hier einfach, das beschreibt klar die Syntax von Formeln. Hat noch nichts mit der Semantik zu tun. Das ist hier schwierig zu trennen, weil ich das Ding ja schon nicht und beziehungsweise und genannt habe. Und man hat sofort klar das richtige Bild davon, was das meint.
Aber wenn mich das ganz formal vorgelesen hat, hätte ich ja auch sagen können, irgendwie rechtwinkliger Krickel mit Strich auf der rechten Seite oder sowas dann. Und dann Dach nach unten offen, Dach nach oben offen. Das ist so ähnlich wie, ja, wir haben am Anfang, wenn wir in die Pyramide reingehen, sehen wir Hieroglyphen und sagen, sieht ja alles ganz putzig aus. Und irgendwann kommt man durch Kontext und ähnliche Sachen drauf ab. Die Dinge haben ja auch eine Semantik. Und dann kann man vielleicht sogar selber dann Hieroglyphen schreiben. Das ist sogar cooler als Aussagenlogik, aber wir machen aber Aussagenlogik. Okay. Also, das hier also wären eigentlich zunächst rein formal nur Krickel und die Krickel müssen ihre Bedeutung bekommen. Ja, noch ein kleiner Begriff dazu. Eine Formel heißt n-stellig, wenn sie n verschiedene binäre Aussagevariablen enthält. Also eine Formel a und a zum Beispiel enthält nur eine Variable und ist einstellig. A und b ist zweistellig, a und b oder a ist wieder zweistellig. Das ist also die Grundidee der Definition. Zählen Sie die unterschiedlichen Variablen. Ist, glaube ich, nicht allzu schwer. Ich habe zur Sicherheit hier eigentlich noch mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Das sehen wir hier dran. Eben mit den Klammerstrukturen dazu. Wir sehen eben dran A und B und C. Und dann hat mir sofort das Gefühl und sagt, die inneren Klammern Minimum, die brauche ich nicht. Aber Achtung, die sind gefordert. Stehen hier. Ich kann nur zwei Freunde zusammenpacken. Also zwei Formeln zusammen und daraus eine neue machen. Das sieht ein bisschen ärgerlich aus, hat aber durchaus einen Sinn, weil ich dadurch eben einen eindeutigen Aufbau der Formeln hinbekomme. Also ich kann relativ klar oder ich kann aus der Formel ablesen, wie sie aufgebaut wurde. Ja, zweite Sache sehen Sie hier dran, das gleiche mit dem Oder. Und ich kann auch das hier machen. Das ist syntaktisch korrekt. Und wir werden auch später sehen, alles, was syntaktisch korrekt ist, kriegt eine Semantik. Dreimal die Negation davor geklatscht, geht auch. Und man kann Negation und sowas alles putzig verbinden, was da so drin steckt, was man dort machen kann. Ja, also das ist alles soweit ableitbar. Wenn Sie irgendwann mal theoretische Informatik machen, schreiben Sie eine Grammatik dafür. Das ist genau die gleiche Idee, was da drin steckt. In diesen beiden Regeln, die hier stehen, steckt eigentlich eine kontextfreie Grammatik drin. Und in diesen beiden Regeln und den Mengen, die da oben stehen, steckt die kontextfreie Grammatik drin. Ja, das hier sind keine Formeln, auch wenn man das irgendwie abkürzend vielleicht schreiben könnte für A und B, machen wir bewusst nicht. Wir schreiben die Sachen ganz einfach hin. Das Schöne ist, man kann die Formeln dann auch visualisieren mit dem sogenannten Ableitungsbaum. Und die Frage ist eben, wie die Formel zusammengesetzt ist. Und durch die Klammerstruktur kommen wir sogar zu einem eindeutigen. Das bedeutet eben, jede Formel hat nur einen Baum. Und obwohl sie später vielleicht logisch äquivalent sind, also das gleiche bedeuten, sehen sie hier auf dieser Ebene unterschiedlich aus. Ja, und dann kann man eben hier dran erkennen, dass das ganz genau die Struktur ist. Wenn man hier so reinguckt, muss man am besten immer erst in die Innereien reingucken. Was sind so die innersten Klammern? Ha, hier ist zum Beispiel ein C. Und dann gibt es eine Negation dazu. Und da sehen wir hier dran C und die Negation. Hier ist mit A und Negation und zack ist das Ding mit dem und verknüpft. Das ist also der Term, der hier auf dieser Seite steht. Den Begriff Term hätte man hier sogar auch noch direkt einführen können. Also ist dann ein logischer Teilterm. Also werden die Dinge auch dann gerne genannt. Die Formeln, die wir hier stehen haben. Okay, dann sehen Sie A und B, das ist dann hier dargestellt. Und es gibt ein oberstes eindeutiges Zeichen, was hier drin steht. Also ein eindeutiger Junktor, der hier oben dann drin steht bei der Formel. Das kann eben entweder mit zwei Ästen sein oder mit einem Ast. Also sieht nach einem 1a spitzen Baum aus, der wie immer in der Informatik natürlich logischerweise die Wurzel oben hat. Ja. Okay, das da noch eine Formel und die sieht ähnlich schön aus. Können Sie mal selber nachvollziehen, wie das aussieht. Sie sehen auch dran, ich habe die Variablen jetzt hier nach unten geschrieben. Da gibt es nichts und irgendeine Regel, die sagt, dass man es machen soll. Fand ich hier mal ästhetisch. Und man kann auch überlegen, male ich da wirklich Bäume oder male ich vielleicht einen Graphen dazu? Weil in beiden Fällen habe ich zweimal ein A hier drin stehen. Wird natürlich später so sein, dass man dieser Variablen nur jeweils einen Wert zuordnen kann. Also könnte man das auch überlegen. Das heißt, dann würde man statt einem Ableitungsbaum vielleicht einen Graphen bekommen. Aber wollen wir hier mal nicht drauf eingehen. Wir werden die Bäume auch nicht wirklich sehr intensiv nutzen. Deswegen müssen wir da auch nicht so ganz genau drüber reden. Der Aufbau der Formeln ist auch wichtig, wenn ich irgendwelche formaleren Beweise führen wollte. Werden wir sehr wenig machen, vielleicht sogar an dieser Stelle gar nicht. Allerdings trotzdem sollte man darüber nachdenken, warum es auch wichtig ist, dass man so eine relativ minimale, einfache Definition hat von Formeln.
Weil dann kann ich alle Aussagen, die ich überhaupt über Formeln machen will, oft relativ einfach auch, ja, beweisen. Und Beweis geht typischerweise durch strukturelle Induktion. Was heißt das? Ich gucke mir den Formelaufbau an und mache darauf eine Induktion. Sie wissen ja sonst, wie das so war mit der Induktion, was man dort hatte. Also man braucht dann irgendwie einen Beweis für einen Startwert und dann hatte man eben also den Induktionsanfang und dann hatte man eine Induktionshypothese und da konnte man eben, wenn man den Start ausgerechnet hatte, konnte man dann eben mit der Hypothese erstmal den Start und einen Teil davon berechnen und zack kam irgendwie das Ende dann raus. Der Induktionsanfang, wir haben ja hier keine Zahlen oder so. Es sind einfach die elementaren Sachen, die wir haben. Und elementar sind hier atomare Formeln. Das heißt, der erste Schritt in der strukturellen Induktion ist für Sachen, es zu beweisen, die keine weitere Unterstruktur haben. Und das sind Aussagenvariablen. Also wenn ich irgendeine Eigenschaft habe, muss ich die für die Formel A nachweisen. Ja, und dann muss ich eben den Induktionsschluss machen. Und das mache ich, indem ich für jede der Regeln einfach beweise, dass es gilt. Und ich habe drei Regeln da eigentlich zusammengeschrieben. Das heißt also, an die erste Regel sagt, wenn ich irgendwas für eine Formel P gemacht habe, ja, muss diese Eigenschaft auch für die Formel nicht P gelten. Und wenn ich dann eine Eigenschaft für die Formel P und Q bewiesen habe, das kann ich dann voraussetzen, muss ich dann im Induktionsschluss zeigen, dass es auch für P und Q gilt. Analog sieht das auch für oder aus. Und wenn ich das hier bewiesen habe, weiß ich, dass die Eigenschaft E für alle aussagenlogischen Formeln gilt. Also, wenn man da irgendwas nachweisen wollte, könnte man das sehr schön machen und kann dann eben genauso eine Induktion durchführen. Ja, lassen uns jetzt nochmal die Semantik der aussagenlogischen Formeln präzisieren. Ich hatte ja auch schon bei der Syntax von und oder gesprochen und bin dann noch zurückgegangen, so auf die Begriffe Krickel und ähnliche Sachen, um anzudeuten, aha, eigentlich dürfen wir gar nicht formal wissen, was da schon hintersteckt. Okay, wir wissen es. Auch keine Überraschung. Jeder von uns hat, glaube ich, schon mal ein If programmiert und da drin war irgendwie ganz normal eine aussagenlogische Formel mit einer Variablen und mit Verknüpfung und oder Negation drin. Ja, also das wird jetzt auch rauskommen, aber wir müssen trotzdem uns einmal formal überlegen, wie man das genauer beschreiben kann. Zunächst, bevor wir es ganz formal machen, was machen wir nochmal anschaulich? Wir nehmen die Variablen und denen werden Werte zugeordnet. Ja, wir haben nicht viele Werte, wir werden nur True und False dann haben. Junktoren bekommen die erwartete Bedeutung, also das Und-Krickel wird wirklich ein Und werden und Formeln werden dadurch auswertbar. Wir können jeder Formel, wenn wir dann da die Variablen Werte zugeordnet haben, genau sagen, ob du wahr bist oder nicht, ob 0 oder 1 rauskommt. Um das zu präzisieren, nutzen wir eine Menge Bool oder Boolsche Werte oder Boolean, egal wie Sie nennen wollen. Bool sei die Menge der Boolschen Werte. Eben hier nach Bool, deswegen Bool groß geschrieben dann in der Sache. Und ich nutze gerne die Werte 0, 1. Ich könnte genauso gut mit wahr, falsch und true, false arbeiten. Vielleicht eben so ein bisschen Erinnerung an die alte C-Programmierung. Mit 0 und 1 ist auch sehr schön, was man damit machen kann. Und es sieht ein bisschen nach Bits aus. Das passt ja auch. Okay, also 0 ist false, 1 ist dann true. Ja, das ist dann also schon mal der Basisbereich, den wir haben. Und wir wollen einfach jeder Variable so einen Wert zuordnen. Jeder Variable eindeutig einen Wert zuordnen, denn sowas kennen wir aus der Mathematik. Das ist eine Funktion. Ja, und Funktion heißt eben, wir können dann genau darstellen, wem was zugeordnet wird. Und das machen wir mit einer sogenannten Interpretation, die dann eine Funktion sein wird. Interpretation ist ein sinnvolle Vokabel. Es gibt dafür aber auch alternative Beschreibungen, Auswertung und ich werde ab und zu im Kontext von Berechnungen auch gerne den Begriff Belegung nutzen. Interpretation ist eben für mathematisch, um zu betonen, hey, da ist eine Funktion dahinter und Belegung, ah, das ist eine Variable, mit denen gerechnet wird. Eine noch etwas präzisere Beschreibung und nur die Nutzung des Begriffs Interpretation wäre vielleicht da sogar noch schöner. Ja, was macht so eine Interpretation? Ich habe sie mal I genannt. Sie dürfen wieder einen längeren Namen nehmen. Ordnet jeder aussagenlogischen Variablen einen Wert aus Bool zu. Das ist klar eine mathematische Funktion. Sie hat einen Definitionsbereich. A, Sie wissen, aha, vielleicht schon wieder vergessen, was A ist. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch kein Problem. A, Menge der aussagenlogischen Variablen. Das sind also alle Variablen. Also, warum heißt das Ding eigentlich nicht immer Variablen? Egal. Ja, das heißt, jedem Element hieraus wird ein Wert aus dem Wertebereich Bool zugeordnet. Dazu nehme ich dann Interp als Menge aller Interpretationen.
Kann man sich überlegen, wenn ich beliebig viele Variablen habe, endlich viele Variablen, kann es auch nur endlich viele Interpretationen geben. Aber ziemlich viele schon. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber eben, das ist wichtig für spätere Berechnungen und auch für Algorithmen. Wir wissen, dass wir, ja, da wir nur endliche Mengen von Variablen haben werden, uns immer im Bereich des Endlichen rumtummeln. Das ist schön, weil da wissen wir, da können wir irgendwas notfalls hauruck programmieren. Insofern wir sehr viel Laufzeit zur Verfügung haben. Okay. Ja, was muss ich als nächstes machen, nachdem ich jetzt hier für meine Variablen da Werte habe? Ich muss meinen Jungtouren-Werte zuordnen. Genauer gesagt, ordne ich den Funktionen zu. Und diese Funktionen sind genau die Funktionen, die Sie erwarten. Und um die drei Krickelfreunde hier von ihren richtigen Syntagmen, von ihren zugeordneten Funktionen zu unterscheiden, habe ich dann bewusst hier einmal noch den Underscore, also den Unternamen Sem für Semantik genommen. Also das hier ist das semantische Und das wird natürlich dem Krickel-Und hier in Anführungsstrichen zugeordnet. Wenn man es genau nimmt, ist das eben, ich habe aus dieser Menge ordne ich dann ja, Funktionen zu. Das ist ein Funktor. Dann, ja, könnte man auch noch aufschreiben, habe ich hier aber mal nicht denkbar. Und eben fürs Und ist auch klar, ein Und ist wahr, wenn beide Seiten wahr sind, kommt wahr raus, sonst kommt false raus. Beim Oder sieht es etwas anders aus. Wenn eben beide Seiten false sind, kommt eben false raus. Und wenn einer oder sogar beide true sind, kommt true raus. Das sehen wir hier. Ja, und die Negation ist dann eben einstellig. Das heißt, aus einer 1 wird eine 0, wahr wird false oder falsch und aus falsch wird wahr. Das sind also dann die Interpretationen, die man dort haben kann. Und damit kann ich jetzt eben formal die Semantik beschreiben. Ich habe damit also sichergestellt, dass ich jetzt auch das formal beschreiben kann, was ich so im Bauchgefühl, Sie kennen den Begriff Bauchgefühl aus der letzten Veranstaltung, eigentlich schon meinte, ziemlich genau beschrieben zu haben. Ja. Dann noch ein bisschen Vokabeln dazu und dann eben auch eine Präzisierung dazu. Sei A-Formel die unendliche Menge aller aussagenlogischen Formeln. Nur da ich auch die Variablenmenge nicht eingeschränkt habe, kann diese Menge unendlich sein. Wenn ich nur endlich viele Variablen habe, kann ich auch noch unendlich viele Formeln machen, weil ich kann ja immer schreiben x und x und x und x und x und sowas dann. Das ist auch alleine schon unendlich lang. Aber ob die dann unterschiedliche Bedeutungen haben, also unterschiedliche Semantiken, kommen wir auch gleich noch zu. Ja, also was passiert genau? Die Semantik aussagenlogischer Formeln ordnet jeder Formel für eine gegebene Interpretation einen boolschen Wert zu. Das heißt, das ist auch wieder eine mathematische Funktion. Jeder Formel, also aus A-Formel und jedweder Interpretation wird ein boolscher Wert zugeordnet. Wenn man es ganz präzise macht, könnte man auch sagen, diese Interpretation muss passend sein für die aussagenlogischen Formeln. Davon gehe ich jetzt implizit aus. Was meine ich mit passend? Ganz einfach, jeder Variablen, die in einer aussagenlogischen Formel vorkommt, ist in der zugehörigen Interpretation auch dann irgendwas zugeordnet worden. Also gibt eine Belegung, um das so rum zu formulieren. Ja, und dann kann ich eben die Semantik, diese Formel, die hier steht, präzise beschreiben. Und das mache ich induktiv über den Aufbau. Das heißt, ich gucke mir an, für jede Formel, die es gibt und jede Interpretation, okay, das ist relativ egal, das ist ja nur eine Funktion, die ich dort stehen habe, möchte ich wissen, was rauskommt. Ja, und das kann ich dann formal aufschreiben. Und das sind dann genau die Regeln, die hier stehen. Sieht erstmal vielleicht etwas überraschend aus, aber wenn man es genau anguckt, ist das ziemlich intuitiv, dann, was man hat. Also ich habe irgendeine Variable a und ich habe eine Interpretation und das Ergebnis ist dann die Interpretation der Variablen a. Also ich habe eine Belegung und dann ist das Ergebnis davon die Belegung. Ja, also ich habe eine Variable x und der ist true zugeordnet, dann ist das Ergebnis, wenn ich nur den Ausdruck x angucke, ist das true. Punkt. Mehr steht hier nicht. Muss man auch nicht versuchen, länger zu lesen, wird es dann auch nicht einfacher. Ja, dann muss ich ganz einfach nur gucken, muss ich meinen Krickeln hier formal ihre Semantik zuordnen. Das erkennt man daran, dass ich eben hier auf dem induktiven Aufbau hier die Formel nicht p stehen habe. Für neben alle aussagenlogischen Formeln p steht jetzt hier hinter. Also für jede Formel p mit dem Krickel da vorne ordne ich der ganz einfach die Negation durch, aber das ist Sem da dran. Wir erinnern uns dran, das war das Ding da unten. Ja, und dann die Semantik von P von I. Ah, das ist, ja, wir haben ja gerade über Induktion gesprochen. Genau, wir ziehen das rein. Das heißt also, diese Funktion wird schrittweise weiter reingezogen beim Auswerten. Das heißt eben, ich muss jetzt nur noch das hier auswerten, Sem P von I.
Das hier habe ich schon, weil das ist eine Funktion, die ich ja schon kenne. Und genau die gleiche Idee haben wir für und oder hier nochmal stehen. Sehen wir uns das mal an. Also P und Q. Genau. Und ich habe meine Interpretation dazu. Was muss ich da machen? Ich muss erstmal wissen, was ist der Wert von P und was ist der Wert von Q. Und da muss ich mit und verknüpfen. Und genau das steht hier. Was ist der Wert von P? Ich muss die Semantik von P unter der Interpretation berechnen und ich muss die Semantik von Q unter der Interpretation berechnen. Hier steht P, das ist nicht schön. Copy und Paste. In den realen Folien ist es geändert. Da sieht es ein bisschen schöner aus. Garantiere ich Ihnen. Sonst melden Sie sich. Also hier steht ein Q. Ja, und dann eben das und wird dann hier zum und sem, was hier steht. Also das, was Sie auf der letzten Folie gesehen haben. Heißt im Klartext auch wieder, wir ziehen das praktisch rein. Man kann das auch anders interpretieren, was wir dort machen. Wenn man sich das genau anguckt, so, wir hatten ja den wunderschönen Ableitungsbaum gehabt, wir ziehen das einfach immer so eine Ebene tiefer. Das heißt eben, bis wir irgendwann bei Berechnungen ankommen, die auf der Ebene von hier ganz oben dann drin sind. Genau das ist die Idee, die dahinter steht. Fürs Oder ist es das Gleiche mit dem 1a-Klasse. Tippfehler dann hier auch nochmal. Hier steht ein Q. Sie sehen es bloß nicht richtig dann in der Sache. Okay, also das ist dann die Möglichkeit, die Semantik einer Formel präzise zu berechnen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie man jetzt die Semantik nochmal genauer berechnen kann. Wobei ich hier auch schon die Lust verloren habe, hier wirklich oder sem zu schreiben. Ich mache es wirklich so, dass ich jetzt das oder krickel und oder sem eben gleich nutze und den blöde Vokabel krickel hoffentlich jetzt irgendwann vergessen werde und einfach nur oder dazu sage. Ja, das heißt also im Klartext, ich brauche eine Formel und wenn ich irgendwas ausrechnen will, eine Interpretation. Hier habe ich eine Formel, formal korrekt, mit den ganzen Klammern geschrieben, schon ein bisschen nervig, aber sehen wir dran, wir haben drei Variablen, dreistellige, aussagenlogische Formel, die wir dort haben. A, B, C sind drin. Das heißt, ich brauche jetzt auch eine passende Interpretation. Ich muss I angeben für A, B und C. Das habe ich hier auch aufgeschrieben. Ist also eine ganz einfache Möglichkeit, so eine Funktion anzugeben. Ich schreibe einfach explizit immer das Pärchen der Werte auf, die man dort stehen hat. Ja, das könnte auch sogar nebenbei, falls man es mal programmieren sollte oder sehen sollte in der Programmierung, ist das genau das, was da steht. Wir ordnen einer Variablen einen booleschen Wert zu. Wir hatten schon mal den Begriff der Map in der Veranstaltung gehabt. Ja, mehr ist das Ding nicht. Also ich finde es ab und zu gut, wenn man so ein bisschen programmiertechnisch sich dann im Hinterkopf vorstellt, was da passiert. Also da ist nicht wirklich viel was Besonderes passiert. Ja, und dann machen wir es mal schrittweise einmal sauber durch. Wir wollen die Semantik der Formel P unter der Interpretation I berechnen. Dann schreibe ich das erstmal, das P hier hin. Dann habe ich diese Formel hier stehen. Und dann wissen wir, aha, wie ist die Formel denn aufgebaut? Da könnte man sich auch noch einen coolen Baum zu angucken. Baum hatten wir nebenbei sogar dann. Aber glauben Sie mir, das und, was hier steht, ist das, was am weitesten oben ist. Das heißt, ich kann das hier runterbrechen, dass ich die Semantik in der Semantik von A nehme, unter der Interpretation I, und die Semantik von dem Rest, der hier steht. Der steht jetzt hier auch genau wieder drin. Und Sie sehen, das ist ein bisschen Klammerschreibweise, Quälerei, kann man noch ein bisschen anders einrücken, aber letztendlich gesehen, habe ich das einfach einen Schritt runtergezogen. Genau, und das mache ich jetzt so weiter, bis ich bei irgendwas ankomme, was dann einfach zu berechnen ist. Gucken Sie das an, hier Semantik von A unter I. A, ach, das ist ja schon da eine Variable, die ich dort habe. Das ist definiert als I von A. Sie sehen, ich schreibe es auch explizit hin. Ist auch sinnvoll, die kleinen Schritte nochmal dort zu machen. Dann kann ich mir den Ausdruck hier auch mal angucken. Das kann man zumindest schon mal parallelisieren dann in der Sache. Da ist das oder das Ding, was am weitesten oben steht. Deswegen steht hier Semantik von B oder der Interpretation I oder Semantik von diesem doch schon deutlich kleineren Rest, den es dort gibt, in der Form, was dort steht. Ja, dann nächster Schritt. Ich kann alles nur eben einen Schritt weiter treiben. I von A, das steht hier oben, ist 0. 0 und dann steht hier eben I von B. Und dann kann ich die Semantik vom und hier runterziehen. Da sehen wir hier dran, was Sie hier so stehen haben. Ja, dann machen wir mal weiter. Die 0 bleibt stehen, kann ich erstmal nichts weiter mitmachen. Dann steht hier und 1 oder und dann, das Negationszeichen sehen wir hier dran. Das wäre der Krickel, da ist es wieder. Und das ist das richtige Negationszeichen. Das ist dann rausgezogen. Das ist dann eben das Semantische, von dem wir die Formeln kennen. Genau, und dann können wir das hier reinziehen. Und dann sehen wir, steht hier drin die Semantik von C unter der Interpretation I. Hier passiert doch mal genau das Gleiche.
Ja, und dann kann man das weiterrechnen. Dann steht hier eben drin, ah, das kann ich auch umformen. Das ist die Interpretation von C, das ist die Interpretation von A, die hier steht. Dann kann ich das nochmal weiter ausrechnen. Ja, und dann kann ich eben hingehen und sagen, ah, jetzt ist alles runtergezogen auf die semantischen Formeln. Also im Klartext, wenn ich es sauber aufgeschrieben habe, wäre ich jetzt hier unten angekommen, bei denen hier. Ja, und da gibt es ja, doch wieder zurück, hier gibt es ja die Rechenregeln dazu, wenn die Sachen miteinander verknüpft sind, was passiert. Und die wende ich gnadenlos einfach an. Dann mache ich das natürlich auch so, wie wir es kennen und wenig überrascht sind. Ich werte erstmal die Klammern aus. Negation von 0 ist nochmal eine 1, Negation von 0 ist auch eine 1. Dann kommt die äußere Klammer hier, 1 und 1 ergibt 1. Dann habe ich hier 1 oder 1 ergibt 1 und 0 und 1 ergibt 0. Das heißt, diese Formel ist false oder ist logisch äquivalent zu false mit den ganzen Umformungen, die wir dort gesehen haben. Wenn wir uns die Auswertung angucken und dann visualisieren wollen, hilft da auch ein das Diagramm dazu. Also wenn wir uns das angucken mit den schönen Bäumen, die wir hier haben, ist es allerdings üblicherweise so, dass man es eigentlich genau andersrum macht zu dem, wie ich es gerade beschrieben habe. Kann man das auch machen? Ja, man kann das natürlich auch rückwärts konstruieren in der Sache, was man dort hat. Wobei man hier natürlich sagen muss, man weiß nicht genau, wie das Ding entstanden ist, weil das ja nur ein Ergebnis ist. Aber ich kann das mal einmal hier, können wir uns das angucken. Sehen wir dran, da habe ich A, B, C und nochmal wieder A stehen. Und dann habe ich eben nämlich meine Interpretation und schreibe hier jeweils die Werte ran, die rauskommen. Und für jeden der inneren Knoten nutze ich ganz einfach dann die Semantikformel, die es dazu gibt. Und das heißt, 0 und 1 ergibt 0. Nur 0, Negation ergibt 1. 0, Negation ergibt 1. 1 und 1 ergibt 1 und 1 oder 0 ergibt 1. Und so komme ich zu diesem Ergebnis daran. Das sind also die Möglichkeiten, wie man das dann präzise ausrechnen kann. Es ist durchaus ein bisschen formaler Aufwand, aber es ist nicht mehr in Anführungsstrichen interpretabel, weil man weiß eindeutig, was gemeint ist. Man hat also keine Chance mehr, da irgendwie noch Unsinn rein zu interpretieren. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, den man durch diesen Ansatz bekommt. Im nächsten Schritt kann man schon mal doch über Klammern reden. Erstens, Klammern geben eine schöne Struktur an. Wir wissen, was wir auswerten sollen, geben also klare Prioritäten an. Aber man kann natürlich auch anfangen und einfach sagen, naja, wir machen das in der Semantik so, dass es dort auch, wenn ich da einen Ausdruck auswerten kann und mehrere gleichzeitig, mehrere Teile, dass es dort Prioritäten gibt. Das kann man dann dort festlegen. Sie kennen solche Sachen aus der Mathematik raus, wie Punktrechnung bindet stärker als dann Strichrechnung, was es dort gibt. Und dann kann man Klammern weglassen. Das kann man bei und oder auch machen. Typischerweise und bindet stärker als oder. Ist eine klassische Regel. Gilt auch, Achtung, in fast allen Programmiersprachen. Da sie ja flexibel sein sollen und in beliebigen Programmiersprachen erstmal irgendwann programmieren werden, kümmern Sie sich darum, ob das wirklich so ist. Und im Zweifelsfall bin ich nicht betrübt, wenn wir ein Klammerpärchen zu viel sehen. Aber eben mit Prioritätsregeln, die man dort hat, kann man dann eben auch sowas schreiben wie A und B oder C. Und dann weiß ich, dass das damit gemeint ist hier. A und B erstmal und dann oder C. Wenn ich B oder C erst machen wollte, müsste ich trotzdem noch Klammern setzen. Kann aber natürlich die äußeren Klammern hier weglassen. Und was ich auch noch machen kann, ist Klammern weglassen, wenn ich so Ketten habe. Negation nebenbei bindet am stärksten, das heißt, die klebt direkt an dem dran, was negiert werden soll. Also das ist nicht die Negation hier von A und B, sondern nur die Negation von A. Und wenn ich eben A und B negieren wollte, muss ich Klammern rumsetzen, sodass ich jede Formel immer noch hinkriege, aber ein bisschen Schreibkram vermeiden kann und die Sachen intuitiver lesbar sind. Aber nochmal, im Zweifelsfall setzen Sie lieber Klammern, als dass sie irgendwie da sich irgendwie in einen Flüchtigkeitsfehler reinrechnen und dann überlegen, jo, was da dann wirklich passiert ist. Weil eben gerade solche Fehler mit Prioritäten nicht drauf geachtet bei komplexeren If-Ausdrücken ist eine wunderschön fiese Fehlerquelle, die zu finden nicht trivial ist. Eine weitere sehr wichtige Darstellungsmöglichkeit, um die Semantik von Formeln zu beschreiben, sind Wertetabellen, auch gerne Wahrheitstafeln oder dann eben auch Mischung Wahrheitstabellen genannt.
sollten Sie wahrscheinlich schon mal bei irgendwelchen hardwarenahen Sachen gesehen haben. Gucken wir uns aber zur Sicherheit nochmal an, da sie eben dabei sehr hilfreich sind. Also, Wertetabellen enthalten für alle möglichen Interpretationen die Semantik der hier in der Kopfzeile angegebenen Formeln. Dann sehen wir hier ganz einfach an, alle möglichen Interpretationen, genau, wenn ich ja nur drei Variablen habe, habe ich ja auch nur, das hier ist ja eine Interpretation, habe ich ganz einfach nur, boah, wie viel? Ah ja, steht hier drunter dann. Zur Formel mit n unterschiedlichen Aussagevariablen gibt es 2 hoch n mögliche Interpretationen. Das ist relativ klar. Kann man induktiv beweisen, ist aber auch so vom Bauchgefühl so. Wenn Sie nur eine Variable c haben, haben Sie nur 0, 1. Das ist 2 hoch 1 ist 2. Wenn Sie jetzt eine zweite Variable b dazu kriegen, haben Sie dieses 0, 1 und können einmal für b 0 davor schreiben und für b nochmal 1 davor schreiben. Das heißt, dann haben Sie diesen unteren kleinen Block hier. Das sind 2 hoch 2 dann eben 4 Möglichkeiten. Ja, und wenn Sie dann eben noch eine Variable a dazu kriegen, nehmen Sie den gleichen Block, der hier steht, kopieren den 1 zu 1 hier drunter und kleben noch eine 1 davor. Und dann müssen eben 0 und 1 davor, heißt eben mal 2 nehmen, was man dort stehen hat. Ja, und dann kann man eben hier sagen, das sind wirklich, was hier steht, alle möglichen Interpretationen für diese drei Variablen. Und dann kann ich eben für Formeln angeben, welcher Wert rauskommt, wenn ich die steinige Berechnung, die wir gerade hier so gesehen hatten, dann genauer ausführe. Ja, und das habe ich hier mal für ein paar Formeln gemacht. Möchte ich gar nicht so ganz groß ins Detail reingehen. Ich hoffe, dass ich keinen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Ansonsten melden Sie sich ja dran, was man da machen kann. Aber wichtig ist, hier sieht man nochmal A und B oder C. Und hier sehen Sie das einmal eingeklammert. Das heißt B oder C reingeklammert. Und dann sehen wir eben dran, dass das nicht die gleichen Formeln sind. Wir werden später den Begriff Äquivalenz dazu wählen. Wir sehen dran, der hier hat 2 mehr Einsen. Anschaulich gesehen ist zweimal häufiger true, ist diese Form, die jetzt hier drin steht. Ja, also deswegen achten Sie auf die Klammern drauf, was man damit so machen kann. Okay, ja, und dann gibt es eben verschiedenste Darstellungen von irgendwelchen Formeln, die es dort gibt. Das hier hat so eine Struktur, da kann man schon gucken, oh, das sieht nach irgendwas Interessantem aus. Ja, da können wir später auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ja, sieht ein bisschen spannender aus, heißt eben, das müsste doch auch, ist das nicht, das sieht doch putzig vom Muster her aus. Hat das nicht auch sogar eine besondere Bedeutung, wenn man das so anguckt? Ja, das hängt ja eigentlich nur so von ganz, ja, das hängt ja gar nicht von C ab, völlig richtig. Das heißt also, man kann diese Interpretation auch dafür nutzen, um nur so einen Ausdruck auszuwerten. Ja, das heißt also, hier sind dann nur, Sie sehen das dran, eben hier in der Mitte drin, dass der C-Wert hier eben nie eine Rolle spielt. Das sehen Sie nicht an der Mitte dran, das sehen Sie daran, dass immer die zweite Zeile hier gleich der Zeile davor ist. Ja, das kann man also auch machen, ist auch soweit in Ordnung. Wenn man solche tollen Tafeln malen kann, kann man eigentlich auch über diese Tafeln noch weiter nachdenken. Und dann kommt man auch drauf, kann man nicht auch noch andere Sachen schön aufschreiben, in Anführungsstrichen? Und die Antwort ist ja, man kann. Das heißt, Sie haben die Chance, im Wesentlichen dann zu sagen, ich möchte noch irgendetwas anderes aufschreiben können. Und das, was man dort hat, nennt sich gerne Syntactic-Sugar. Syntactic-Sugar heißt ganz einfach, es wird etwas dazu ergänzt, aber rein von der Semantik her ergibt sich nichts Neues. Ich könnte auch mit der Welt leben, die ich bisher hatte. Aber dass der Sugar ist, ist es was Nettes, Süßes dann in der Sache. Vielleicht auch Ungesundes, weil es die Sachen komplizierter macht in der Sache. Aber es macht die Sachen oft auch kürzer. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen hier zwei Formeln, die Sie wahrscheinlich auch schon kennen. Also aus P folgt Q, wird das gelesen. Oder man kann auch lesen, wenn P, dann Q. Und das hier ist P genau dann, wenn Q. Also aus P folgt Q und aus Q folgt P. Dann habe ich diesen Pfeil in beide Richtungen dort stehen. Das hier sind dann erstmal syntaktische Krickel. Dann in der Form, die man dort hat. Und denen kann man dann etwas zuordnen. Da muss man natürlich auch überlegen, wie man das dann macht. Und das ist eben bei aus P folgt Q, und da gibt es immer so kleine Schwierigkeiten dran. Aber muss man überlegen, wenn A, dann B. Also erstmal ist die Frage, wenn A gilt, also wenn A gilt, also das hier ist praktisch dann die linke Seite, wenn A gilt, dann B. Und wenn ich jetzt hier aber, da steht A ist 1 und B ist 1, dann ist die gesamte Formel gut. Ist sie richtig, true. Also kommt 1 raus. Wenn ich jetzt aber A wahr habe, aber B falsch ist, wenn A dann B, nee, dann gilt das nicht. Dann kommt da eine 0 raus. Das ist auch klar. Diese Zeile hier sollte intuitiv sein. Dann ist die Frage bei wenn A, dann B, was ist eigentlich, wenn A nicht gilt? Und dann kann man ganz einfach überlegen, ich weiß nicht, was das da ist, also ist die Formel okay.
Zweifelsfall ist es okay. Und deswegen ist es so, wenn A 0 ist, also die linke Seite 0 ist oder P 0 ist, dann ist die Formel in Ordnung, ist es jeweils eine 1. Egal, ob jetzt die rechte Seite dann, also Q, dann jeweils eine 1 hat. Das ist also dann eindeutig hier die Wahrheitsten oder ist das eben die formale Beschreibung, die formale Semantik der Implikation. Genau dann, wenn, ist ein bisschen einfacher, weil eben, wenn beide 1 sind, ist die Formel okay. Wenn beide 0 sind, dann ist die Formel okay. Und wenn sie abwechselnde Werte haben, ist es nicht okay. Und das kann man dann damit auch beschreiben. Und ohne bereits jetzt ganz genau darauf einzugehen, kann man sofort überlegen, aus P folgt Q, also wenn P, dann Q, kann ich auch anders schreiben. Das ist eine Formel, nicht P oder Q. Und dann kann man sich sofort fragen, ist das wirklich so? Das muss man dann machen, man muss es beweisen. Wie beweist man sowas? Das ist zum Glück erschreckenderweise einfach. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber passt hier, glaube ich, ganz schön. Wir gehen einfach Daten zurück und malen die Wahrheitstafel. Wir wissen ja, wir haben nur endlich viele Belegungen. Also ob ich jetzt ein Groß P oder Q schreibe oder Klein A und B, ist in dem Fall egal, weil das gilt ja nur um Formeln, die diese Eigenschaft haben. Also kann ich das aufschreiben und dann sehen, ob die Einträge in der Wahrheitstafel identisch sind. Und das werden sie sein. Das heißt also, das ist das Wenn-Dann, was man dort hat. Das heißt also, man kann das auch andersrum machen. Man kann auch sagen, hey, ich möchte da gar nicht so eine neue Formel für definieren. Also das hier ist eine neue Semantik, sondern ich sage, ich nutze die alte Semantik. Das ist noch mehr Syntaktik-Sugar eben. Ich sage ganz einfach, wenn ich P aus P folgt Q schreibe, oder wenn P dann Q, dort schreibe, heißt das einfach für mich nicht P oder Q. Und dann kann ich diese Formel 1:1 ersetzen. Also wirklich Copy-Paste oder sowas dann, Find und Replace genauer gesagt. Ja, und bei P genau dann, wenn Q heißt es, ist aus P folgt Q und aus Q folgt P. Das ist das genau dann, wenn, was man hat. Und hey, die beiden kann ich genau so ersetzen, wie es dort oben steht. Ja, und dann habe ich eben das hier beschrieben, als ganz einfache Konjunktion von zwei Sachen, die mit oder verknüpft sind. Und zur Sicherheit nochmal, ich kann auch in den Formeln schreibe ich eigentlich ungern 1 und 0 rein. Ich kann das aber auch als Formeln interpretieren. Wichtig ist, ich mache das nicht explizit, ich habe das nicht in die Syntax mit aufgenommen, weil ich kann eben so eine 1 immer erzeugen oder mir vorstellen als nicht P oder P und eine 0 als nicht P und P. Falls Sie in die Formeln irgendwo, also wenn Sie dann sagen, okay, ich möchte in der Formel doch irgendwie eine 1 oder so drinstehen haben, ich habe es ja hier auch genutzt, wenn ich ehrlich bin, wenn Sie es angucken, das hier sind keine syntaktisch korrekten Formeln, das ist eine Auswertung, die hier passiert, hier steht deswegen der Begriff Auswertung drin, das ist eine Berechnung, die gemacht wird, ist die Semantikberechnung, deswegen ist es sinnvoll, das so aufzuschreiben, weil es nutzt natürlich die Sachen, die dann hier standen, aber sind keine aussagenlogischen Formeln mehr, die innerhalb der Berechnung drinstehen. Die aussagenlogischen Formeln stehen nur oder steht nur hier. Und das hier sind Berechnungsschritte, die da gemacht werden. Falls Sie eben so etwas auch als Formel selber hinschreiben wollen, ist es auch okay, aber wir merken uns dran, ist auch nur Syntaktik-Sugar und ich könnte es ersetzen durch so etwas dann, was dann dort steht. Okay, soweit, so gut. Dann kümmern wir uns mal darum, wie viele Formeln gibt es wirklich? Und das sind einige. Und das machen wir uns mal gleich schrittweise klar, indem wir uns mal überlegen, wir haben n Variablen und dann sehen wir, können wir da rauskommen, das sind 2 hoch 2 hoch n Formeln. Boah, das ist nicht 4 hoch n, sondern das ist wirklich 2 hoch 2 hoch n. Und das ist noch eine exponentielle Formel, die noch ein bisschen fixer abhaut, als Sachen, die man sonst so bei klassischen Exponentialfunktionen erkennt. Überlegen wir, für n gleich 1 kommt raus, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 4 Formeln mit nur einer Variable, sehen wir gleich. Bei 2 zur Sicherheit nochmal, 2 hoch 2 ist 4 und 2 hoch 4 ist schon 16. Das ist schon relativ heftig, was man dort hat in der Sache. Also sehr viele Formeln. Und wenn Sie es mit 3 machen wollen, 2 hoch 3 ist 8. Und dann muss man mal gucken, 2 hoch 8, das ist auch schon wieder nicht ganz trivial in der Sache. Ist das dann irgendwie, was bei 2 hoch 8 ist, glaube ich, dann, was wir dort haben, 256. Ja, okay, das heißt also, nicht trivial, man muss mal überlegen, was man dort hat. Und wenn ich jetzt da eine 4 hinschreibe, müsste ich 256 mal 256 rechnen können. Da bin ich auch zu Ende. Egal. Ja, man kann sich mal fragen, stimmt das überhaupt?
Ja, kann man relativ einfach machen, wenn man es ganz sauber macht, Beweis per Induktion über N. Wenn Sie es aufschreiben, auch sehr schön. Ja, aber nur die Ideen mal dazu. Wir haben die Menge Boole hoch N, hat 2 hoch N Elemente. Das wissen wir mittlerweile, weil wir haben schon überlegt, wie viele Interpretationen man hat dann. Um eine Formel zu definieren, muss jedem der Elemente ein Wert aus Boole zugeordnet werden. Es gibt für jedes Element 2 verschiedene Werte. Und betrachtet man 2 Elemente, gibt es dann 2 mal 2 verschiedene Werte dafür. Ja, das ist genauso, als wenn ich nur eine Variable mit einem Element habe. Also ist das insgesamt 2 mal 2 verschiedene Werte. Es gibt dann für 2 hoch n Elemente 2 mal 2 mal 2 mal 2 und das 2 hoch n mal. Das ist dann 2 hoch 2 hoch n. Wem es noch nicht ganz klar ist, mal mit Induktionen vielleicht nochmal sauberer aufschreiben in der Sache. Aber wichtig ist eben, es gibt dann eben so eine Flexibilität darüber, dass man eben für jede Variable das dann eben praktisch noch 2 hoch n mal dazukommt. Dann in der Sache, was man dort stehen hat. Und das ist dann eben 2 hoch 2 hoch n. Das ist dann sehr, sehr mächtig. Gucken wir uns das mal an. Ich habe es mal hier aufgeschrieben. Jedenfalls für n gleich 1 und n gleich 2 kann man es noch machen. Das Interessante ist auch daran, dass wir enden, dass dafür die Formeln durchaus sinnvolle Namen, also Schreibweisen dann haben. Gucken wir uns das mal an. Eine einzige Variable. Die Variable kann immer die Werte 0, 1 haben, das heißt eine Funktion. Für eine Funktion, die jetzt dazugehört, also für die Interpretation, die ich dort habe, muss ich dann sagen, was der Wert an der Stelle 0 und an der Wert an der Stelle 1 sein soll. Und das kann entweder für beide mal 0 sein, das ist dann die Nullfunktion. Alles wird auf 0 abgebildet. Eine 0 wird auf 0, eine 1 wird auf 1 abgebildet, wird typischerweise als Identitätsfunktion genommen. Von 0 auf 1 und 1 auf 0 ist die Negation. Habe ich hier mal so aufgeschrieben als Neck oder eben mit unserem Winkelchen. Ne? Ja, und dann gibt es noch die 1-Funktion, die einfach dann jedem hier eine 1 zuordnet. Das sind 4 verschiedene Funktionen, die es dort gibt, die wir jetzt alle dort betrachten können. Dann machen wir es nochmal für 2 Variablen. Und Sie sehen, es wird schon happig. Gerade ausgerechnet, es sind 16 Einträge. Ja, und dann sehen wir hier dran, oh, das sind alles die möglichen Belegungen, die wir dort haben, die wir für A und B haben können. Das heißt also, wir müssen jedem dem hier einen Funktionswert, jedem Pärchen hier einen Funktionswert zuordnen. Ja, und dann haben wir da eben insgesamt diese 16 Möglichkeiten. Ich habe natürlich wieder die Möglichkeit, allen Freunden 0 zuzuordnen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das hier ist das klassische Und, einfach zu sagen, nur wenn die beiden 1 sind, kommt auch 1 raus. Das Ding hat jetzt hier keinen ganz besonderen Namen. Ja, könnte man, gibt es in der Literatur auch noch. Es gibt für jeden hier einen Namen dann. So als Randnotiz, wenn Sie irgendwelche Logiktexte historische angucken, die nutzen nicht diese Kurzschreibweisen für und oder. Diese Sachen, dass man eben sagt, ich kann das irgendwie, ja, abkürzen schreiben mit diesen Zeichen oder mit Varianten dieser Zeichen. Das ist eben relativ spät erst aufgekommen, glaube ich, war es Ende des 19. Jahrhunderts. Kann sein, dass ich da glatt lüge, ist auch nicht wirklich wichtig hier an der Stelle. Aber das ist eben lange Zeit nicht üblich gewesen, solche Notationen zu nehmen. Kommt das von Gottlieb Frege? Keine Ahnung. Schlagen Sie es nach und dann sehen Sie es dann in der Form. Aber warum komme ich drauf? Ganz einfach, weil über diese Formel sehr häufig mit Fließtext argumentiert wurde. Das heißt, die wurden dann immer linguistisch als Formeln, als Text beschrieben. Ja, gibt es noch besonders? Das hier ist auch recht einfach, das ist eine Projektion, wie es so schön auch heißt. Ich habe jetzt 2 Werte und es kommt immer nur der Wert von A raus. Ähnlich kann man auch bei B projizieren. Dann, den haben wir noch nicht, aber den kennt man auch teilweise so Richtung Hardware oder sowas dann, ein X-Or, ein exklusives Or. Das heißt, da kommt 1 raus, wenn genau einer der beiden 1 ist. Also 0, 1 und 1, 0 ergibt eine 1. Und wenn die beiden gleich sind, kommt ein 0 raus. Wird auch gerne als Antivalenz beschrieben oder eben mit Anti hier abgekürzt. Or ist auch klar, nur. Erkennt man zum Glück, ist das nebeneinander gemalt hier, ist einfach die Negation des Ors, was wir dort haben. Ja, ist auch klar. Dann haben wir hier unseren Freund, die Äquivalenz, die hier steht. Und da sehen wir dran, das hatten wir gerade schon mal so als Tafel gesehen, nichts Besonderes. Dann haben wir hier eben die Negation von B, also Projektion mit Negation verknüpft, was hier drin steht. Ja, und dann haben wir hier die logische Implikation, allerdings in die Rückrichtung dann, was wir dort haben. Also aus B folgt A. Ist das hier? Dann Negation von A. Hier ist aus A folgt B. Dann in der Sache, Sie sehen nochmal die eine 0. Nur wenn A 1 ist und B 0 ist, ist die Formel nicht wahr. NAND, die Negation vom AND, auch keine Überraschung. Und die Funktion, die alles auf Einsen abbildet. Das ist also dann so die Grundidee, was es da an Formeln gibt.
Und man kann hierüber auch sehr gut dann argumentieren und könnte auch diese Formeln nutzen, um zum Beispiel eine andere Formel zu beschreiben. Da gibt es durchaus auch spannende Ansätze dafür. Machen wir mal ein kleines Beispiel, indem wir mal gucken, können wir eigentlich schon mit der Aussagenlogik irgendwie arbeiten oder sowas, was damit machen? Und die Antwort ist ja. Es reicht eigentlich aus, dass wir wissen, dass es Aussagenlogik gibt mit ABCDE und dass es Wahrheitstabellen gibt. Wir müssen einen kleinen Schritt zurück machen und wir müssen ABCDE einfach nehmen, dass wir nochmal gucken, kann man dafür auch praktischere Bedeutung haben. Hatte ich schon mal so mit so einem Spielfeld belegt, mit schwarz belegt, mit weiß und nicht belegt oder sowas, dann einfach mal drei elementare Formeln, die man hat, die man dort beschreiben kann. Und dann können wir jetzt natürlich auch beschreiben, dass auf einem Feld dann eben nur eine dieser drei Sachen gelten kann. Hey, und das können wir eben überlegen, wie wir es mit und oder beschreiben können. Oder wenn wir es wollen, können wir auch genau dann wenn oder sowas nutzen. Also etwas ist dafür da, um Formeln aufzubauen. Ja, das Beispiel, was ich hier habe, ist einfach mal so eine Idee, wie man so eine Gruppenfindung beschreiben kann. Also, das geht um eine Gruppe U und die besteht aus verschiedenen potenziellen Studierenden, die überlegen, mit denen man so arbeiten kann. Also, lesen wir mal durch, was hier steht. Student Ugo überlegt, mit einigen Kommilitonen eine Arbeitsgruppe für eine Abschlussarbeit zu formen. Er spricht mit den Personen und erhält folgende Randbedingungen. Urs macht nur mit, wenn auch Ute und Ulla mitmachen. Okay. Ute macht nur mit, wenn auch Uschi mitmacht. Und Uschi macht nur mit, wenn Urs und Ulf nicht mitmachen. Sie merken, so Daily Soaps modellieren, faszinierend, kann man sofort hier machen. Ulla macht nur mit, wenn Uschi und Uwe nicht mitmachen. Und Uwe macht nur mit, wenn Urs mitmacht. Das sind also dann verschiedene Randbedingungen, die es dort gibt. Und diese Randbedingungen müssen wir jetzt versuchen, mit der Aussagenlogik, in Anführungsstrichen, zu erschlagen, also zu bearbeiten. Wichtigste Sache, die wir als erstes brauchen, wir müssen A, B, C und D finden. Das heißt also, der Logikansatz, definiere für jede Person eine aussagenlogische Variable, die genau dann wahr ist, wenn diese Person mitmacht. Also, wir können zum Beispiel eine Variable Urs definieren und Urs ist genau dann true, wenn Urs auch im Team drin ist. Dann müssen wir eben hingehen und jeder dieser fünf Sätze einfach mal als Formel aufschreiben. Ja, und da ich ja jetzt daran interessiert bin, Ugo will ja mit denen zusammenarbeiten, dass alle fünf Formeln erfüllt sind, das heißt, dass da eins rauskommt, muss ich hierüber eine fette Konjunktion laufen lassen. Und dann habe ich eine sehr komplexe Formel, sehr, sehr groß, aber ich frage mich dann nur dafür, für diese Formel, wo wird diese Formel denn eins? Und wenn ich eine 1 habe, weiß ich, oh, dann habe ich ein Team gefunden, mit dem Ugo zusammenarbeiten kann. Das ist also die Grundidee, wie man da vorgehen kann. Ja, also bestimme alle Lösungen, die diese Formel zusammen als Konjunktion erfüllen und analysiere das Ergebnis. Machen wir das mal etwas präziser. Urs macht nur mit, wenn auch Ute und Ulla mitmachen. Das heißt, aus Urs folgt Ute und Ulla. Diese Formel muss wahr sein. Also wenn Urs, dann Ute und Ulla. Ja, passt. Ute macht nur mit, wenn auch Uschi mitmacht. Wenn Ute, dann Uschi. Ja. Uschi macht nur mit, wenn Urs und Ulf nicht mitmachen. Wenn Uschi, dann nicht Urs und nicht Ulf. Ja, Klammern und Ähnliches hier weggelassen in der Form. Wer sieht das? Der hier ist relativ schwach. Das heißt also, das hier ist eine Formel. Hätte man zur Sicherheit noch in Klammern setzen dürfen. Dann, Ulla macht nur mit, wenn Uschi und Uwe nicht mitmachen. Aus Ulla folgt nicht Uschi und nicht Uwe. Und Uwe macht nur mit, wenn Urs mitmacht. Aus Uwe folgt Urs. Und die Gesamtformel ergibt sich dann aus den fünf Teilformeln, die wir hier stehen haben. Und die kann man dann mal irgendwo hinschreiben. Und dann ist man recht froh, wenn man dafür eventuell doch einen Rechner hat und das da einklackern kann in der Sache. Ja, und wenn man das so macht, kann man eben da hingehen und die Sachen auswerten. Das habe ich hier mal gemacht und eben wir haben jetzt hier insgesamt 6 Nasen, mit denen man zusammenarbeiten könnte und wir könnten jetzt ganz einfach mal feststellen, 2 hoch 6 könnten wir mal alle Fälle aufschreiben, die es dort gibt, aber da hat man irgendwie bei 64 oder sowas Fällen keine Lust mehr dazu. Ist also schon eine sehr fette Wahrheitstafel, die man dort ausrechnen kann. Ich habe mal alle Zeilen rausgezogen, die interessant sind, die mich das Ergebnis 1 liefern. Das heißt, das ist als Belegung sinnvoll, wer alles mitmacht. Ja, dann kann man ganz einfach so interpretieren. Hier oben steht als erste Zeile, ja, Ugo kann einfach mit niemand anders zusammenarbeiten und hat seine Ruhe.
und kann endlich in Ruhe alleine systematisch arbeiten, was bei Hausarbeiten auch immer eine schöne Sache ist. Man wird nicht genervt. Und dann sehen wir hier die weiteren Lösungen dazu. Und dann kann man sich eben fragen, vielleicht können oder die Lösung weiterinterpretieren und fragen, hey, was sind denn die größtmöglichen Gruppen, die er hat? Und dann kann man eben feststellen, hier drin gibt es maximal, also ich muss ja bis hierhin gucken, nur mal so eine Zeile, zwei Einsen. Und zwei Einsen heißt, man kann zusammenarbeiten mit Ulla und Ulf oder mit Ute und Uschi. Dann in der Sache, was man dort hat. Ja, und das sind eben die Teams, die man dort hat. Und dann kann man auch feststellen, es gibt noch Kompromisse dazu, das sind die, wo eine Eins steht. Also mit Ulf alleine geht es auch, kein Problem. Mit Ulla alleine geht es auch, kein Problem, was wir dort haben. Ja, dann kann man noch feststellen, was wir dort haben, mit Uschi alleine geht es auch. Mit Ute alleine geht es nicht. Warum nicht? Ach, da war ja, Ute will ja nur, wenn Uschi mitmacht. Aber Uschi, scheiß auf Ute. Nein. Also deswegen, also sehen wir dran, das ist die Interpretationsmöglichkeit. Und wenn Sie ein bisschen so eine Logik rumblättern und mal so irgendwas angucken, Lösungen für irgendwelche Rätsel, die es dort gibt, also da kann man relativ weit die Sachen und dann treiben mit solchen Rätselideen, kriegt man relativ schnell raus, dass man die auch mit Aussagenlogik erschlagen kann. Auch mit anderen Themen, vielleicht auch kompakter, aber selbst Aussagenlogik als so ein Basiselement, als dass man es ja eigentlich beschreiben kann, ja, ist also auch dort nutzbar. Fassen wir das nochmal zusammen, was wir daraus gelernt haben. Generell sind so einige sehr unterschiedliche Probleme modellierbar. Das heißt, Sie haben damit die Chance, eben ja, Lösungen für diese Probleme über Aussagenlogik und wenn man dann noch ein bisschen Rechenmöglichkeit dazu hat, dann zu lösen. Modellierung kann sehr schnell sehr, 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 sehr aufwendig werden. Bei Spielen und ähnlichen Sachen ist das so, was es dort gibt. Also, aber, ja, ob das dann ineffizient ist, ist eine andere Frage. Aber es kann sein, dass man sehr viele Variablen und unterschiedliche Verknüpfungen benötigt. Also auf jeden Fall sollte man überlegen, was dort passieren kann. Beispiel mit erweiterter vorheriger Aufgabe kann Ugo zusammen mit einer Gruppe von mindestens 3 Studierenden arbeiten. Müsste man einfach da eine Formel formulieren, die das beinhaltet. Mindestens 3 weitere Studierende. Wir können nicht zählen in der Aussagenlogik. Eine wichtige Sache. Wenn Sie zählen wollen, müssen Sie es explizit hinschreiben. Und explizit hinschreiben heißt, schreiben Sie alle möglichen Dreierkombinationen hin, die es gibt von unseren Freunden, die wir dort haben. Und das hier ist, Sie sehen es an den Punkten, nur ein kleiner Anfang. Das heißt, da entstehen sehr schnell sehr, sehr fette Formeln, die man dort hat. Ja, würde man das eben, diese Formeln noch dazu nehmen zu den Formeln, die wir gerade hatten, mit der Erkenntnis, die wir schon gewonnen haben, wissen wir, würde false rauskommen. Also Ugo kann nicht mit 3 Leuten zusammenarbeiten. Aber einfach, man muss eine Formulierung finden. Und wenn Sie sagen, das sieht wie ein Holzhammer aus, es ist ein Holzhammer. Aussagenlogik hat keine Chance, großartig irgendwas zu berechnen. Also zählen ist der Klassiker, was es davon gibt. Und wenn man irgendwie was haben möchte, wie mehr von denen als von denen, muss man das auch explizit ausdrücken. Alles in solchen Formeln. Sie können und oder nutzen unsere Implikationen oder alle 16 Freunde, die wir auf der anderen Folie gesehen haben. Aber das sind die einzigen Sachen, die Sie zur Darstellung dann nutzen können. Ja, und dann haben wir natürlich durchaus ein Problem. Aussagenlogische Formeln können eben halt wirklich nur sehr schwer rechnen. Also N von M hatten wir hier gerade gesehen, mehr als oder sowas dann. Also etwas muss explizit in Formeln reingeschrieben werden und ist ein ziemlich komplexes Thema, mit man dem dort arbeiten kann. Im nächsten Schritt wollen wir uns mit dem Thema Erfüllbarkeit, Gültigkeit oder aus der einen Formel folgt die andere Formel. Und wie kann ich das beschreiben und wie kann ich das berechnen? Wie kann man das formulieren? Und diese Formulierungen stecken jetzt in dieser Folie drin mit Definitionen. Wie immer bei solchen Folien gilt, lesen Sie sie langsam. Stoppen Sie vielleicht nach jeder Aussage und rekapitulieren Sie, ob Sie verstanden haben, worum es geht. Erste Aussage hier ist nur die Grundvoraussetzung. Sei P eine Formel und I eine Interpretation der in P enthaltenen Aussagenvariable. Dann gibt es erstmal eine Vokabel dazu. Gilt die Formel P unter der Interpretation I oder ist der Wert 1? Also wird es nach 1 ausgerechnet? Dann heißt I Modell von P. Falls I Modell von P ist, wird dies wie folgt geschrieben. I ist Modell von P.
Dieses Zeichen hier, da kommen wir später nochmal drauf. Wir werden es mehrfach verwenden und ja, aus dem Kontext eindeutig schließen, was damit gemeint ist. Also, I ist Modell von P, ist erstmal die typische Interpretation, die man für dieses Zeichen hier haben kann. Ja, dann als nächster Begriff. Eine Formel P heißt erfüllbar, wenn P mindestens ein Modell besitzt. Also ich muss irgendwas finden, das 1 hinten rauskommt. Dann heißt das Ding erfüllbar. Unerfüllbare Formeln heißen widersprüchlich oder auch Kontradiktion. Heißt eigentlich das Gleiche wieder dann in der Sache, außer nominalisiert. Egal. Aber das ist eigentlich wichtig, der Begriff. Also eine Formel heißt widersprüchlich. Ich kriege sie nicht zu wahr. In Anführungsstrichen etwas einfacher ausgedrückt. Ups. Ja, okay. Ja, dann andersrum. Eine Formel heißt allgemeingültig. Tautologie auch genannt, wenn jede passende Interpretation ein Modell ist. Das kann man dann schreiben, dass man einfach die linke Seite weglässt, dann beliebiges ist Modell von F, was wir dort haben. Dann kann man als nächstes fragen, warum da F steht. Das ist einfach, weil hier noch ein Bogen fehlt. Hier steht auf der realen Folie ein P drauf. Also wichtig, merken Sie sich, hier steht ein P. Sieht ja auch fast wie ein P aus, oder? Also okay. Ja, was wir dort haben. Und dann eben, also wichtig, auf der linken Seite steht jetzt hier nichts. Das heißt also, es ist egal, welche Interpretation ich habe, diese Formel gilt. Dann heißt sie allgemeingültig. Ja, und eine Interpretation I ist Modell einer Menge von Formeln M. Also eine Formelmenge M mal geschrieben als P1 bis Pn. Sie sehen, ich habe das jetzt extra nicht nach unten geschrieben, den Index, um das einfacher lesbar, glaube ich, zu halten. Das kann man sich vorstellen. Wenn I einfach Modell jeder dieser Formeln aus M ist. Also für alle Zahlen I aus 1 kleiner gleich I kleiner gleich N gilt. I ist Modell von Pi. Ja, auch nicht wirklich eine Besonderheit. Die einzige Besonderheit ist natürlich, dass ich dann sagen kann, ich kann auch eine Menge M auf die rechte Seite schreiben. Ja, M heißt erfüllbar, wenn M mindestens ein Modell besitzt. Das ist einfach die Idee von einer einzelnen Formel, das auf eine Formelmenge hochzuziehen. Dabei passiert nicht wirklich was Neues. Trotzdem, kurz mal drüber nachdenken. Ja, dann zwei Formeln P und Q heißen äquivalent, wenn für alle passenden Interpretationen I die Semantik von P unter I die gleiche ist wie die Semantik von Q unter I. Und semantisch äquivalent schreiben wir ganz einfach mit diesem dreifachen Gleichheitszeichen. Das ist also dann eine verkürzende Notation für die Äquivalenz, die man dort haben kann. Ja, das heißt, kann man damit eigentlich schon was anfangen? Ja, so ein bisschen schon. Man kann Extremfälle mal angucken. Wenn ich eine Formel habe, die nicht erfüllbar ist, widersprüchlich ist. Das heißt, die Semantik von einer Formel unter einer Interpretation I ist immer false. Und ich eine zweite Formel habe, die widersprüchlich ist. Ja, gilt genau das Gleiche. Das heißt, die sind alle äquivalent. Das heißt, alle widersprüchlichen Formeln sind äquivalent. Okay. Und alle Tautologien sind äquivalent. Okay. Das kann man daraus sofort ableiten, dass man dort stehen hat. Man kann auch relativ schnell überlegen, bei diesen Formelmengen, ich kann jetzt ja auch noch eine Formelmenge dann nehmen und die dann praktisch ja, auf die rechte Seite schreiben. Ja, dann in der Form heißt es dann, ja, okay, wenn hier eine Tautologie drin ist, ja, dann weiß ich auch, dass diese Formel keine besondere Bedeutung hat. Aber wenn nur Tautologien drinstehen, ja, heißt das eben auch, dass ich jedwede Interpretation da auf die linke Seite schreiben könnte. Also das sind so kleine erste Ideen, die man dort haben kann. Machen wir es mal noch ein kleines Beispiel klar. Also generell kann mit Wahrheitstafeln für jede Interpretation und jede aussagenlogische Formel die Basisform überprüft werden, ob I Modell von P ist. Ja, und dann kann man eben feststellen, I ist Modell von P, wenn ja, wir da die Möglichkeit haben, da irgendwie ja, Einsen rauszukriegen in der Sache, was wir dort haben. Dann kann man sich das hier nochmal angucken. Dann habe ich hier jede Menge wunderschöne Interpretationen drinstehen. Und hier sehen wir, da steht eine 1. Das heißt, dieses hier ist eine Interpretation, ist Modell von dieser Formel. Diese Interpretation ist ebenfalls Modell von dieser Formel. Hey, es ist aber auch jede Interpretation. Wir haben nur die 8 Stück dann Modell dieser Formel. Das heißt im Klartext, das hier ist wohl die Möglichkeit zu beschreiben, dass eine Formel immer gilt und Aussagen, die immer gelten, wissen wir, heißen Tautologie. Andersrum sieht es hier aus. Da kommen alle auch einmal nur lauter Nullen raus, egal was passiert. Es gibt kein Modell davon. Keine meiner 8 Freunde hier ist es.
Ja, dann wissen wir, diese Formel da oben ist widersprüchlich. Nebenbei für Freunde der Logik, das kann man den Sachen auch recht fix hier mal ansehen. Man weiß jetzt aber auch, dass man es formal berechnen kann. Also, das, in Klammern, gibt es eigentlich ein gutes Bauchgefühl? Doch, gibt es dann. Also hier kann man erkennen, dass das eine Formel ist, die nur aus und besteht. Und wenn Sie a und nicht a machen, wissen Sie, a und nicht a kann man nicht erfüllen. Da kommt immer false raus, egal was die beiden dazwischen machen. Und hier habe ich a oder nicht a drin stehen in der Formel. Da kommt auch immer eins raus, egal was die anderen machen. Also deswegen ist das auch relativ einfach. Ja, das ist also dann so die Grundidee, wie man dann dieses hier schreiben kann mit dem neuen Zeichen. I ist ein Modell von P. Im nächsten Schritt kann man sich fragen, muss ich eigentlich immer alle Sachen ausrechnen? Muss ich dann immer Wahrheitstafeln malen und ähnliches? Und die Antwort ist nein. Man kann ganz einfach für Formeln Rechenregeln aufstellen. Die Rechenregeln sind aber mehr als Regeln, es sind Gesetze. Das heißt, man kann sie einmal beweisen und dann immer anwenden. Damit kann man dann Formeln kleiner, aber auch größer machen. Gucken wir das an. Wenn wir wissen, da steht P und P, kann ich mit Wahrheitstafel zeigen, ist genau äquivalent zu, dass ich nur P schreibe. Kommt genau das Gleiche raus. Oder jedes Modell dieser Formel ist genau dann auch ein Modell dieser Formel. Also es gilt in beide Richtungen, logische Äquivalenz von den beiden Dingern, was wir dort haben. Ich kann das Ding aber auch nebenbei andersrum lesen. Wenn ich irgendwo P stehen habe, kann ich dafür auch P und P schreiben. Wenn ich ein bisschen rumrechnen will mit Termen, Sie kennen so Mathematik und Termumformung, so putzig nervig allerdings auch in der Sache. Genau das kann man damit dann auch machen. Also es geht nicht nur unbedingt darum, vielleicht aus dem Komplexeren das einfacher zu machen, sondern so einen kleinen Voodoo-Trick und dann einen größeren Term einbauen und den wieder irgendwie einkassieren. Machen wir relativ wenig und zum Glück keine Klausur. Deswegen ist das für die Anschauung toll, wenn man es wirklich suchen muss, extrem nervig. Gebe ich ja durchaus zu. Ja, das haben wir hier sonst noch drin stehen. Gucken Sie das an. Oder, macht auch eine Idempotenz, heißt, beliebig oft, wenn ich etwas mehrfach anwende, kommt genau das Gleiche immer raus. Wenn ich das und mehrfach auf dem, also und p mehrfach anwende, kommt immer das Gleiche raus. Es ändert sich nicht daran. Ich kann und p und p und p und p schreiben und es reicht aus, wenn ich nur einmal es mache. Und wenn p nach vorne steht, kann ich das sogar auch noch weglassen. Dann. Und dann habe ich nur p stehen. Das ist das, was Idempotenz meint. Das gibt es auch in der Mathematik natürlich, auch in der Programmierung drin. Also Sie haben das bei Webservices zum Beispiel dann. Sie schicken eine Anfrage mehrfach hin und wenn es irgendwie ein schöner RESTful-Service sein sollte, sollte immer das Gleiche passieren und nicht irgendwas anderes. Also wenn zwei verschiedene Leute sagen, wir löschen den Datensatz X, kriegen beide die Information, der Datensatz ist gelöscht. Die Information, den hat jemand schon kurz vor dir gelöscht, ist zwar vielleicht putzig, aber in den meisten Systemen irrelevant. Deswegen fordert man bei sowas zum Beispiel auch Idempotenz. Ja, was haben wir sonst noch drin stehen? Vertauschen. Kommutativgesetz. Oh, da sind wir so Mathematikschule oder sowas dann. Das gilt auch bei Plus und Mal. Ja, es ist so. Das heißt, P und Q ist das gleiche wie Q und P. Mit oder kann ich das auch machen. Dann Assoziativgesetz. Aha. Das heißt, ich kann Klammern vertauschen. A plus B plus C. Also a plus b in Klammern plus c ist das gleiche wie a plus b plus c in Klammern. Also sehen wir hier dran, die Klammern können hin und her hüpfen. Deswegen lassen wir sie auch meist weg bei solchen Ausdrücken. Bei oder gilt das Gleiche. Dann, Achtung, das ist spannend, weil das kann man beim Rechnen wirklich häufiger brauchen. Sehen wir uns das hier an. Also, dann steht hier p und p oder q. Dann kann man einfach feststellen, das und ja nur wahr werden kann, wenn eine der beiden Seiten oder wenn beide, Entschuldigung, wenn beide Seiten wahr werden. Das heißt, das hängt eh davon ab, dass P muss wahr sein. Wenn P aber garantiert wahr ist, dann ist P oder Q auch garantiert wahr. Das bedeutet im Klartext, Q hat hier null Einfluss. Statt Gelaber hätte ich auch eine Wahrheitstabelle malen können. Geht hier mindestens genauso schnell. Ja, das heißt aber, ich kann dann einfach nur sagen, wenn ich diese Form habe, kann ich das absorbieren. Das gleiche gilt beim oder auch, wenn ich hier ein und drin stehen habe. Da habe ich aus Versehen falschen Zeichensatz erwischt. Auch egal. Dann also, ja, das heißt im Klartext, ich kann also hier diese Formel vereinfachen. P oder P und Q wird ganz einfach gesagt, ja, es reicht aus, ja, wenn P dann wahr ist in der Sache und dann hat Q keinen Einfluss mehr darauf, was dort passiert. Und dann habe ich hier eben die Situation, dass da nur P herauskommt. Schön. Ja, dann kann man sogenannte Distributivgesetze machen. Überlegen Sie kurz, kennen Sie auch aus der Schule?
Was war das nochmal dann? Das waren die Sachen mit Mal und Plus und sowas dann. Achtung, Distributivgesetz, das gilt, wenn ich Plus und Mal vertausche, gilt das interessanterweise nicht. Also, was ist das Gleiche? Wenn ich 8 mal in Klammern 3 plus 4 mache, ist es das Gleiche wie 8 mal 3 plus 8 mal 4. Das genau. Das ist das Distributivgesetz, was die kennen und sicherlich schon häufiger mal angewandt haben bei einer Sache. Hier funktioniert das mit und oder vertauscht beides. Also durchaus spannend. Da könnte man mal eine Wahrheitstafel zu malen dann in der Sache. Ja, also P und Q oder R kann ich in Anführungsstrichen ausmultiplizieren zu P und Q oder P und R. Und das geht auch in die andere Richtung. P oder Q und R kann ich ausmultiplizieren zu P oder Q und P oder R. Das ist schon ein bisschen trickreicher. Dann wieder einfacher, aber hilfreich, um irgendwas einzusammeln. Doppelte Negation hebt sich auf. Aus dreifacher Negation wird damit einfache Negation. Aus vierfacher wieder hebt sich auf. Und das kann man alles mit dieser wunderschönen Regel hier oder mit dem Satz hier nutzen. Ja, und dann gibt es noch zwei Regeln, die nach dem Morgen sind. Also auch jemand, der sich sehr früh mit Logik beschäftigt hat und auch sehr hilfreich sind. Ich kann Negationen reinziehen oder rausziehen. Was heißt reinziehen? Sehen wir hier dran. Nicht P und Q ist das gleiche wie nicht P, Achtung, umgedreht, oder nicht Q. Rausziehen wäre genau die andere Richtung. Und auch das kann ich mit oder machen. Nicht P oder Q ist das gleiche wie nicht P und nicht Q. Das sind dann die Rechenregeln, die hier gelten, mit denen man hier arbeiten kann. Das ist schon definitiv nicht trivial, was da so schön drin steckt. Diese Formeln zeigen ganz gut auch den Zusammenhang zwischen und oder. Man könnte natürlich noch überlegen, ob man noch weitere Symbole dort einbauen kann. Dies bringt uns auch zur Frage, muss ich eigentlich alles mit und bzw. oder machen? Die Antwort ist klar, nein. Das ist einfach die Auswahl, weil das die Dinger sind, die ja, am üblichsten genutzt werden, die typischerweise bekannt sind, die man in der Programmierung nutzt. Aber generell kann man sagen, man könnte die Aussagenlogik auch ganz anders definieren, indem man einfach sagt, ich benutze weniger oder andere Junktoren. Das steht hier mal kurz auf dieser Folie zusammengefasst. Also Aussagenlogik wurde bei uns basierend auf Negation und sowie oder definiert. Es werden aber nicht alle Junktoren wirklich benötigt. Eine Idee ist, schmeißt das und weg, wir rechnen nur noch mit oder und Negation. Das können wir ganz einfach machen. Gucken wir auf die Folie von der letzten, auf die letzte Folie und stellen fest, P und Q ist äquivalent zu, ich kann zwei Negationen davor packen. Ja, und dann kann ich eben eine Negation nehmen und dann die reinziehen. Das heißt, hier steht dann nicht P oder nicht Q. Und wenn man das anguckt, ist das hier logisch äquivalent zu einem und. Und immer wenn ich und schreiben wollte, könnte ich auch das hier schreiben. Sieht ein bisschen dicker und weniger lesbar aus, geht aber. Das heißt, formal kann ich sagen, nur mit Negation und oder kann ich eben auch die Aussagenlogik aufbauen. Relativ klar, sogenannten Dual heißt eben, ich kann das auch andersrum machen. Schmeißt das oder weg und es ist exakt die gleiche Idee. Negation davor, eine Negation reinziehen und zack, habe ich eine Formel, in der nur noch uns drin vorkommt. Das geht also auch locker fluffig. Man könnte dann noch hingehen, von den 16 Freunden, die wir zum Beispiel kennengelernt haben, so von den zweistelligen aussagenlogischen Formeln dann her, ob man da nicht auch so Ideen hat, wie man das da zusammenbauen kann. Und da wird man auch rausfinden, da gibt es durchaus einige interessante Varianten. Eine Variante zum Beispiel ist, dass man sagt, ich brauche aktuell ja zwar die Negation, aber es gibt Varianten, wo ich zum Beispiel ohne das auskomme. Einzig und allein kann ich alles mit NAND ausdrücken. Das heißt, ich müsste überlegen, wie ich dann die Negation und oder eben jeweils nur mit NANDs ausdrücken kann. Das ist die Geschichte mit NANDs, kennen Sie wahrscheinlich. Hardware-Gatter werden gerne aus NANDs aufgebaut, da das deutlich technisch einfacher ist, als irgendwelche und oder Sachen dann damit zu ver Drahten dann in der Form. Deswegen also durchaus auch spannende und praktische Sache, was man hier mit den Umrechnungen so alles durchführen kann. Hier habe ich nochmal explizit aufgeschrieben, da ich es zwar schon erzählt habe und auch schon mal erwähnt habe, aber nicht genau aufgeschrieben habe, dass 0 und 1 wirklich nur einfach Abkürzungen für Formeln sind. Also bei genauer Betrachtung fällt auf, dass 0 und 1 bzw. wahr und falsch keine Formeln sind. Nur wenn wir die Semantik berechnen, kommen Sie als Ergebnis raus.
Wenn ich sie als Formeln aufschreiben will, nochmal, kann ich dafür einfach Abkürzungen nehmen. A und nicht A als 0, A oder nicht A als 1. Das heißt, ich nehme irgendeine aussagenlogische Variable, die ich habe, und klöppel das dadurch zusammen. Dadurch brauche ich auch keine neue Variable oder sowas. Dann kann ich also locker machen. Und Sie dürfen natürlich in Praktika 0 und 1 in die Formeln reinschreiben. Diesen syntaktischen Kram muss man dann nicht berücksichtigen. Ja, also ich könnte natürlich auch hingehen, und das ist auch wieder wichtig. Wir hatten gerade gelernt, dass man Formeln umbauen kann. Ich kann aber auch hingehen und ganz einfach die Syntax ändern. Ich hatte jetzt ja zum Beispiel eine Syntax mit Klammern definiert. Ja, braucht man die? Nö, vielleicht kann ich das auch ohne Klammern machen. Oder ich mache etwas dann, wir hatten ja auch schon ganz kurz mal das Thema gehabt, so Präfix, Postfix-Notation. Kann man damit nicht auch Formeln machen? Also etwas ist locker fluffig möglich. Das heißt, Sie haben die Chance, durchaus zu sagen, Sie wollen eine Variante haben. Und wenn Sie eine Variante haben, ist immer die spannende Frage und die zentrale Frage, ist es äquivalent bezüglich dem, was wir gerade mit der Aussagenlogik machen? Und die ganz einfache Aussage ist typischerweise, es ist so, ja, außer man überlegt sich sehr kreativ, was man sonst noch so alles in dem Bereich machen kann. Kommen wir nochmal zurück zu den Umformungen, die wir uns angeguckt haben, mit denen man Regeln oder aussagenlogische Formeln vereinfachen oder auch natürlich komplizieren kann. Das, was wir uns bis jetzt angeguckt hatten, war im Wesentlichen, dass wir umformen konnten. Das heißt, es galt für alle Fälle immer. Wenn man dann allerdings bestimmte Formeln anguckt, kann man durchaus noch weitere Regeln sich überlegen, die ja insbesondere dann hilfreich sind, wenn man eben nicht mehr die allgemeinen Regeln anwenden kann. Ich habe davon mal ein ganz paar aufgeschrieben. Also der generelle Ansatz, den wir uns hier angucken, ist, es geht darum, dass wir schneller prüfen wollen, ob eine Äquivalenz vorliegt oder man die Sachen nach 0 oder 1 auswerten kann oder ähnliches. Und dazu ist eben die Umformung immer ein sehr guter Trick. Und je mehr man davon hat, von den Umformungsformeln, desto besser ist es. Gucken wir uns das mal hier an. Wieder relativ einfach beweisbar, wie sollten Sie bereits wissen, Umformung selber machen oder Wahrheitstafeln. Wenn ich P oder Q angucke und ich weiß, dass Q unerfüllbar ist, also gleich 0 in Anführungsstrichen, dann ist es relativ klar, dass das ein logisches Äquivalent zu P ist. Also das ist genau dann wahr, wenn das andere wahr ist, dann in der Form. Ähnlich ist es auch beim und, wieder dual, allerdings eben muss Q dann eine Tautologie sein, das heißt, es ist immer wahr. Und Q immer wahr ist, hängt alles nur von P ab. Das heißt also, man kann dann diese Umformung hier machen. Und eben genau dann, wenn-Pfeil hier, kann man auch sagen, der heißt einfach, ja, fast das Gleiche wie logische Äquivalenz. Oder ist es im Wesentlichen dann? Also es gilt genau dann, P ist logisch äquivalent zu Q, genau dann, wenn eben aus P, oder P genau dann, wenn Q eine Tautologie ist, also immer gilt. Das heißt also, insbesondere, wenn man das eine und das andere umformen kann, kann das sehr hilfreich sein. Schauen wir uns das mal am Beispiel an, durchaus ein bisschen quälen mit Formeln. Allerdings, ja, wenn man erst mal damit ein bisschen spielt, kommt man da, glaube ich, ganz gut rein. Sehen wir uns das mal an. Hier oben haben wir verstehen. Ja, da sehen wir dran, wir haben insgesamt da eine dreistellige aussagenlogische Formel drinstehen, die wir dort haben. Und wenn man direkt drauf guckt, ja, wenn man Erfahrung hat, wird man schon relativ schnell was erkennen, was man da machen kann. Wenn man keine Erfahrung hat, wird es eventuell ein bisschen dauern. Und dann gucken wir mal an, was man hier so machen kann. Erste Idee, Holzhammer, wir haben hier ein Oder stehen. Wir werden dieses Oder ja, ausmultiplizieren. Hier sind eigentlich 3 Elemente und hier auch 3 Elemente. Das bedeutet, wir kriegen, jawohl, 9 Stück raus. Und wir gucken mal hier nicht A oder A steht dann hier drin, dann nicht A oder nicht B und nicht A oder nicht C und so weiter. Okay. Das ist jede Menge, was wir hier umgeformt haben. Und dann gucken wir uns mal an, was wir uns da eingesammelt haben und sehen dann, ja, das geht durchaus kürzer. Nicht A oder A ist einfach 1. Das ist immer wahr, was man dort stehen hat. Dann gucken wir durch, naja, da was passt noch so weit. Und da nicht B oder B, das kann, oder nicht B oder nicht B, Entschuldigung, ist einfach nicht B in der Sache, was man dort haben kann. Und dann kann man hier unten nochmal gucken, nicht E oder C und oder nicht C. Ja, kann man auch zusammensetzen, haben wir dann da auch stehen. Dann können wir das weiter vereinfachen. 1 kann natürlich rausgeschmissen werden, eine Formel, wenn wir jetzt hier nur eine Konjunktion haben. Und dann kann man ganz einfach, muss ich als nächsten Schritt mal überlegen, vielleicht kann man da noch weitere Sachen vereinfachen, wenn ich mir das angucke. Nicht B oder A und nicht B. Ah, da gab es ja auch schon so eine Möglichkeit. Das heißt im Wesentlichen, das oder A, was hier drin steht, ist zwar nett,
Aber brauchen kann ich es nicht wirklich. Das heißt, dieses Nicht-B in Anführungsstrichen frisst das Ding hier auf. Also alle längeren Terme, wo ein nur Nicht-B drin, wo Nicht-B mit irgendwas verknüpft drin steht, mit oder, wird bei einem und aufgefressen, anschaulich gesehen. Man kann es einfach dann wegstreichen. Das sehen wir hier dran, dass das hier unten passiert ist bei diesem Nicht-B, was wir dort haben. Und so ähnlich kann man sich das natürlich dann auch vorstellen, dass man es mit Nicht-C macht. Da kann man auch das Ding einfach durchgehen und dann so ein bisschen fressen lassen, was da so passiert. Dann kann man hier zum Beispiel feststellen, Nicht-C oder Nicht-B und Nicht-C, da kann ich einfach dann und Nicht-C rausmachen, also den hier ersatzlos streichen. Und das kann man einfach dann noch ein paar Mal wiederholen. Machen wir das mal, dann sehen wir hier, das Nicht-C frisst auch den hier auf, das Nicht-B frisst auch den hier auf im Wesentlichen, was wir dort haben. Und dann kann man hier praktisch noch so schrittweise weiter durchgucken. Ja, und das heißt also, man hat immer wieder die Sachen dann aufgefressen. Und wenn praktisch alles aufgefressen wird, mal gucken, wenn, glaube ich, alle aufgefressen, hier Nicht-C frisst den hier auf, frisst den hier auf und frisst den hier auf und Nicht-B frisst den hier auf. Das heißt, dann bleiben nur unsere beiden Auffresser in Anführungsstrichen über. Nicht B und nicht C. Ja, und das kann man nochmal überlegen, das kann man so stehen lassen oder man kann eben dann hingehen und die Negation ausklammern und hat dann nicht B oder C da stehen. Also nicht B und nicht C oder nicht B oder C. Das sind also die Sachen, die man damit bearbeiten kann, welche Richtung das da geht. Und das ist durchaus schon, finde ich, nicht ganz trivial. Das ist schon ganz geschickt. Wenn man die Regeln ein bisschen verallgemeinert, könnte man eigentlich auf dieses Ergebnis direkt kommen. Gucken wir uns das hier oben mal an und stellen fest, die sehen sehr ähnlich aus. Hier steht ein A drin und hier steht ein Nicht-A drin. Aber die ganz genaue Regel dazu haben wir leider nicht, dass die beiden sagen einfach, A ist egal, entweder es ist true oder false, es hängt alles nur von diesem Restterm ab. Und das ist ja auch genau der, der im Ergebnis steht. Da können wir eventuell auch noch eine weitere Regel daraus ableiten, die auch sehr hilfreich sein kann. Die werden wir auch später noch mal kennenlernen. Ja, man kann auch dann noch sagen, man kann eben solche Regeln dann versuchen zu verallgemeinern. Und dann eben die Regel, die wir eigentlich noch bräuchten, ist das hier. P und Q oder nicht P und Q sagt, P ist eigentlich egal, es ist nur Q wichtig. Ja, das wäre dann eine weitere Regel, die man dann noch beweisen kann und die man dann für die Berechnung nutzen wird.